Bei uns hier ist Bildung für nachhaltige Entwicklung ein ganzheitlicher Prozess, der ganzjährig läuft, von der Arbeitsvorbereitung mit unseren Flüchtlingen über Metallberufe bis hin zu hochspezialisierten Automatisierungstechnikern. In diesem Zusammenhang haben wir Weidezäune für Wildrinder errichtet. Wir haben mit der Werkstatt Nisthilfen für Störche gebaut, aus Metall, aus Holz, Nisthilfen für andere Vögel. Das Ganze wurde dann überwacht. Für uns ist wichtig, dass die Nachhaltigkeit auch tatsächlich nachhaltig ist. Wir wollen hier nicht ein Projekt machen, das abgehakt ist, sondern das Ganze soll ein Prozess sein, der sich auch möglichst nach dem Ende der Schulzeit für unsere Schülerinnen und Schüler fortsetzt. Für uns entscheidend ist, dass wir neben den positiven Effekten für die Natur, unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Lehrerinnen und Lehrer vor allem eins dabei haben, nämlich Spaß.